In dieser Band würde ich auch gerne Bass spielen. Steffi Stephan, Bassist von Udo Lindenberg. Mit Glückskinder kehren die großen Emotionen zurück in die deutsche Popmusik. Das Markenzeichen, warme, stimmungsvolle Songs, die berühren und mit einfühlsamen, ausdrucksstarken, positiven Texten die Zuhörer mitten ins Herz treffen. Deutschpop-Songs mit absolutem Ohrwurm-Charakter. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Promo-Platte. Ich habe euch heute eine wunderbare CD mitbringen lassen, mitgeschickt, gebracht, bekommen. Glückskinder mit Alles auf Null. Glückskinder sind eine Band aus Osnabrück. Das haben wir zugeschickt bekommen von der 7 US Media Group. Das Label bzw. der Verlag hat sich mal gedacht, okay, hey, da ist dieses junge, lustige Musikmagazin aus Münster. Schicken wir denen doch mal einfach diese CD zu und hoffen, dass sie vielleicht was darüber machen. Das ist jetzt auch schon wieder ein halbes Jahr her. Und wir haben diese CD dann nochmal wiedergefunden und haben uns dann gedacht, okay, machen wir doch mal was drüber. Was dann leider hieß, dass ich mir diese CD einmal komplett anhören musste. Dieses Album hat fast eine Stunde Spielzeit, bewegt sich im Bereich Deutschpop, beinhaltet Themen wie Liebe, Leben, Fliegen. Ich glaube, das war's dann auch schon. Fangen wir doch erstmal mit den positiven Dingen an. Es ist hier richtig Hardcover-CD. Das Booklet sieht gut aus. Es ist tatsächlich halbwegs vernünftig verarbeitet. Es ist nicht totaler Ranz. Also es ist jetzt nicht so ein Pappschieber oder so. Hier, das Booklet ist auch tatsächlich mit Hochglanzfotos. Gut, über den Inhalt der Fotos, da kann man sich ein bisschen drüber streiten. Ich habe Kollegen, die gesagt haben, es sind die gestelltesten Fotos, die sie je in ihrem Leben gesehen haben. Auch ich habe so ein bisschen das Gefühl, die beiden sind nicht so, dass die Frisur von den beiden irgendwie jünger ist als die beiden selber. Generell, irgendwie habe ich bei der Sängerin immer wieder so ein bisschen das Gefühl, ich gucke mir gerade Andrea Berg an. Das ist auch vollkommen unwertend gemeint, aber so gewisse Ähnlichkeiten vom Aussehen haben die ja irgendwie doch schon. Ja, wenn man sich dieses Album hier mal so anhört, dann gibt es so einige Momente, die einem vielleicht ein bisschen merkwürdig vorkommen. Der erste wirkliche dieser Moment ist mir bei Song Nummer 3 passiert. Und zwar bin ich da über die Zeile gestolpert. Moment. Das ist lustig, weil Moment, so heißt der zweite Song. So, der dritte Song, Herzenswünsche, hat folgende Zeilen. Kinderaugen leuchten, ein lachendes Gesicht. Was kann es Schönes geben? Ich weiß es nicht. Nichts ist nie unmöglich. Ja, das ist doch klar. Nichts ist nie unmöglich. Das würde dann doch heißen, dass alles irgendwann unmöglich ist. Aber das ist doch genau gegen die Botschaft von diesem Song hier. Träume werden wahr, glauben nur fest daran. Heute kommt der Tag und du bist dran. Aber nochmal, nichts ist nie unmöglich. Eigentlich müsste sie ja sagen, nichts ist nie möglich. Und dann wieder auszudrücken, dass alles irgendwann schaffbar ist. Oder? Naja, was man über diesen Song natürlich noch sagen kann, einigen wird vielleicht der Name Herzenswünsche aufgefallen sein. Herzenswünsche e.V. Es ist ein Verein für schwer erkrankte Kinder und Jugendliche. Ist ja auch so ein schönes Foto noch mit bei mit denen. Die haben ja auch mitgesungen als Kinderchor, glaube ich zumindest. Oder war das jetzt doch wieder jemand anders? Ah, hier steht einfach Kinderchor bei Herzenswünsche. Übrigens lustig hier in diesem Booklet hinten drin. Hier stehen ganz viele Namen, die irgendwelche Instrumente spielen. Dafür spielt anscheinend niemand das Schlagzeug, weil dafür hat niemand Credits gekriegt. Im nächsten Song geht dein Weg, gibt es schon wieder so kryptische Zeilen. Das Leben zählt nicht deine Atemzüge, aber den Moment, der dir den Atem stocken ließ. Moment, das müsste doch grammatikalisch eigentlich wieder heißen, aber die Momente, die dir den Atem stocken ließen. Also, ne, hier Texte, Sonja Kittel, das ist auch die Sängerin. Da muss noch mal ein bisschen Grammatik-Nachhilfe genommen werden. Der nächste Song, komm doch mal rüber, du da drüben, wer bist du denn da? Komm doch mal rüber, du da drüben, wer bist du denn da? Komm doch mal rüber, du da drüben, wer bist du denn da? Setz dich hin, nimm dir einen Keks und ein Glas voll rum. Im Song Sternenreiter gibt es schon wieder irgendwas Kryptisches. Du berührst meine Seele zutiefst, mein Herz explodiert. Fang es auf, beschütze es und gib es nie wieder her. Ja, Moment, wie soll denn jemand ein explodiertes Herz auffangen? Fang es auf, beschütze es und gib es nie wieder her. Aber wenn die Person es berührt und es explodiert, dann macht sie doch genau das Gegenteil zu dem, was beschützen und auffangen heißt. So, als nächstes haben wir den einzigen Coversong hier drauf, Ohne dich, im Original von Münchner Freiheit. Ich mach das Original von Münchner Freiheit schon nicht sonderlich und das hier ist echt nicht besser. Als vorletzten Song haben wir hier den Song Ticket um die Welt. Das ist quasi genau derselbe Song vom Text her wie der erste Song. Ich möchte mal einfach etwas aus dem Refrain des ersten Songs zitieren. Komm in meine kleine Welt, bin sicher, dass dir ein Stück davon gefällt. In diesem Song hier geht der Refrain so. Ja, ich fliege um die Welt, lebe so, wie es mir gefällt. Also sorry, aber das ist absolute Reime-Wiederverwertung. Ein bisschen mehr Mühe kann man sich beim Songwriting schon geben. Was soll ich dazu noch sagen? Belassen wir es dabei. Lieblingsplatte wird das hier nicht mehr. Ist eindeutig als Promo-Platte durchgefallen. Schade.